Der ASV Hamm Westfalen unterlag am Samstag im vorletzten Heimspiel der Saison 2013-2014 gegen den TV Hüttenberg in der Westpress-Arena. Die mitten im Abstiegskampf steckenden Hessen zeigten sich bissig, mit festem Willen die Klasse zu erhalten. Besonders in der Deckung knüpfte der ASV nicht an die Leistungen der vergangenen Partien an. Hüttenberg kam oft zu einfachen Toren. Trainer Kai Rothenpieler fehlten gleich 6 Akteure. Entsprechend wenig Möglichkeiten gab es für Veränderungen im Spielsystem. Zu Beginn der Partie arbeiteten beide Mannschaften engagiert. Bis zur 23. Minute lagen sie gleich auf. Doch dann herrschte eine Torflaute bei den Gastgebern. Die Hüttenberger trafen 5-mal in Folge und zogen auf 10-15 davon. In die Pause gingen beide Mannschaften beim Stand von 13-17. Trotz guter Vorsätze startete der ASV auch in den zweiten Abschnitt nicht gut. Hüttenberg baute die Führung sogar zwischenzeitlich auf 14-21 aus. Der Gastgeber bewies Moral und kämpfte sich bis zur Schlussphase wieder heran. Spätestens nach dem Anschlusstreffer von André Sadralla zum 28-29 hielt es keinen mehr der 1600 Fans auf den Sitzen. Doch die Gäste aus Hüttenberg ließen sich nicht die 2 Punkte für ihre Mission Klassenerhalt mehr nehmen und gewannen mit 30-32.